Psychiatrie ist oft eine Überforderung für alle Beteiligten. Der Ärzte und aber auch der Patienten, gerade der Patienten, die oft völlig unreflektiert in diese Sache hineinkommen. Grüß Gott, liebe Zuschauer, mal wieder ganz genau dreimal jodeln bei Jagadischer TV. Heutiges Thema Psychiatrie. Da muss ich gleich meinen weißen Kittel überziehen. Also gestatten, Dr. Sambrosius. Warte mal, jetzt ist erstmal Pause hier. So, ja, stellst du dich, ja, bitte sehr, legen Sie los. Ja, Herr Doktor, was meinen Sie denn, kann mich überhaupt lebenslänglich vor der Zwangsanweisung in die Psychiatrie retten? Lebenslänglich vor der Zwang? Ja, der Hut hier, setz doch einfach den Hut auf. Dankeschön. Das ist meine Art. Scheiße, jetzt habe ich endlich mal einen Hut gehabt. So ist das. Ja. Wollen wir mal ernsthaft werden? Ich kenne die Psychiatrie selber auch von innen und außen. Ich habe mir auch die Bücher zugezogen. Welche? Ja, die Psychiatrie der modernen Schulmedizin. König Luther zum Beispiel. Ja, kenne ich auch. Und ja, ich kenne allerdings auch Buddhavidya aus dem Kumaon. Ne? Was? Kumaon Himalaya. Ich bin Buddhavidya-Schamane. Also das ist die Geisterwissenschaft. Das entspricht also der Psychiatrie im Ayurveda. Das wäre aus der tibetischen. Ja, so Richtung Nepal. Grenze, Indien-Nepal. Na gut, Hare Krishna. Wir haben ja die Mikrofone nicht hier. Willst du einen Eintrag? Also hier die berühmten Jagadischer TV Holztelefone für Holzköpfe. August, willst du auch ein Mikrofon? Vielleicht kann man da sogar mit filmen mit unseren Mikrofonen. Das sind Holzzauber. Nee, ich kann seine Aura aber genau erkennen. Also seine Aura ist so zartbitter. Ja. So zartbitter Schokoladenmäßig. Sag mal. Aber leicht schwabbelnd. Leicht schwabbelnd. Hier, weil du sagtest, lebenslängliche Einweisung, hast du Angst davor? Nein, nicht wirklich. Warum stellst du diese Frage? Im Interesse einiger Mitleidender vielleicht? Ich hatte schon diverse Aufenthalte zur Entgiftung. Ich bin also, habe ein Alkoholproblem. Und ich habe sehr oft erfahren müssen, dass man auf der geschlossenen, also auf der altbekannten für Leute, die da öfters mal auftauchen, auf der 41 dann doch den Ärzten ein kleines Stück weit ausgeliefert ist und Leute, die... Naja, das ist die ganze moderne Psychiatrie der Industriegesellschaft ist meiner Meinung nach sowieso eine reine Machtfrage. Wer wen psychiatrisiert, das ist doch von waffengestützter Paragraphengewalt abhängig.
Und die. Naja. Also wenn wir sagen, wenn wir uns jetzt zusammentun, beide weißen Kittel, ja, hier irgendwie was, und sagen, so hier, der gefällt uns nicht, der fährt Auto, der ist psychisch krank. Ja. Also tun wir uns zusammen und tun den psychiatrisieren. Weiß, was du meinst, ja. Ne? Das ist eine reine Machtfrage. Ja. Dass man Menschen, die anders sind, nicht so leben lassen. Gut, fahren Sie Auto, Herr Nein, siehste, wir sind alle, auch August ist auch Radfahrer, ne? Wir sind alle Radfahrer und sagen, die Autofahrer sind bescheuert oder psychisch krank, weil sie die Umwelt willentlich kaputt machen. Ja. Ne? Wir haben Abschmelzung arktischer Pol und die Leute fahren wie die Haubitze mit ihren Automobilen rum. Das ist doch keine Gesundheit. Nee, absolut. Die Gesellschaft ist an sich wirklich krank. Und da kommen wir nämlich zum springenden Punkt. Die Gesellschaft ist krank. Jetzt überleg mal, kennst du die WHO-Definition für geistige Gesundheit? Nee, die kenne ich nicht. Ja, da steht nämlich drin, dass ein Mensch, der in Einklang, in Harmonie mit seiner Umgebung, in Klammern Friede, Freude, Eierkuchen, morgen gehen wir Würstchen suchen, dass der mit dem Scheiß in Einklang steht, dass der einen gesunden Geist hat. Und das ist zu einer Zeit festgesetzt worden, da hat die Sowjetunion mit Dissidenten Verhaftungen gegeben. Ne? Wer gegen Kreml war psychisch krank. Ja, wer in Einklang mit einer krankhaften Umgebung steht, der hat einen gesunden Geist, Fragezeichen. Was sagt denn ihr dazu? Das sehe ich im Prinzip genauso. Die Leute... Ja. Ihr könnt ja euer eigenes, ich habe ja extra ein Eintracht-Mikro, ihr könnt ja euer eigenes Mikrofon. Ihr könnt doch euer eigenes Mikrofon. Das überzeugt wieder unsere Eintracht-Fans, Mensch. Bei Bayern holst du mir natürlich auch. Also August, wie siehst du das? Ja, sag. Also ich denke, die Norm bestimmt, wer das Sagen hat. So, ne? Militärische Macht, wie du schon meinst. Ja, waffengestützte Paragraphengewalt heißt das bei mir. Irgendwo das wirklich Entscheidende. Ne? Ich meine, mittlerweile haben ja die United States ein Monopol. Und das macht die Sache fast noch unangenehmer als die Zwei-Block-Geschichte damals. Ne? Naja, der Widerstand fehlt, ne? Es ist alles nur so ein totales Rennen der Lemminge ins Meer, ne? Rennen der Lemminge zum Sturz ins Meer, auf kapitalistische Erziehung, ne? So Volksverblödung mehr oder weniger. Ja, sag an, freie Meinungsäußerung. Das sehe ich im Prinzip genauso, aber ich glaube, das kapitalistische... Du musst am Mikrofon. Das kapitalistische System, wird mich lange überleben, weil die Leute einfach nicht raffen, was Sache ist. Ne? Ja, das ist ja brauchen, klar. Brauchen in der Woche 20 neue Klingeltöne auf ihrem Handy, war's dann. Ne? Genau das ist ja mein Reden. Das ist ja immer mein Reden. Ja. Wenn die psychologische Basis des Kapitalismus ist Habgier. Und Habgier ist die Ursache für alle gesellschaftlichen Probleme. Das sagte schon Krishna in der Bhagavad Gita. Du warst doch bei Ananda Magama. Du musst doch Bhagavad Gita hier, kennen. Normal. Ja. Du mit dem Mikrofon haben. Ganz pazifistisch auf dem Kopf. Was? aber Hörner, wenn das Problem ist halt, dass die Leute halt oft dem Glauben verfallen, dass sie materiell irgendwie... dass sie über eine Anhäufung von materiellen Dingen versuchen, zufrieden zu werden. Ja, nicht nur materielle Dinge, materielle Absicherung. Wir müssen Versicherungen haben, sonst was für ein Scheiß. Guck dir dieses komische Reklameblatt von dieser einen Versicherung. Riesengroß ist da so eine gutgläubige, hübsche, junge Dame und guckt ganz säuselselig da wohin, wo die Versicherung ist. Das haben wir genau dasselbe Bild, haben wir zur Zeit der Sektenverfolgung gehabt im Spiegel. Da war auch ein junges Mädel, das war hoch nach Maharishi Mahesh guckte. Meditation, ne? Die bösen indischen Gurus, die hier alles lebendig machen. Wollen. Das Bild ist dieselbe Chose, wenn die jetzt auf kapitalistische Verblödungsideologie. Die Leute meinen sich Sicherheit kaufen zu können, das ist aber unmöglich. Ja, anstatt Amulette zu tragen oder einen Hut hier oder sowas und dann die bösen Unfälle passieren ja nur durch böse Geister. Ne? Das muss man auch mal ganz klar. Ich beim Radsport hier, ich habe immer die Maler um, ich habe hier so ein Orangeschwarm, meistens noch hier einen Armreifen, Amulett und alles und dabei, ich habe noch keinen Unfall gehabt. Wir kommen eben zu der gemeinsamen Schlussfolgerung,
dass der Kapitalismus bzw. diese jetzige Spießergesellschaft ist ein totaler Schrotthaufen. Das ist eine Verkrüppelungsgesellschaft. Ja, letzten Endes. Ja, wir versuchen jeden krank zu machen, damit sie irgendwie die Pharmaindustrie und die Tierversuchslabors daran verdienen können, so etwa. Ja? Schildbürgermäßig. Prinzipiell sage ich als Lösung von kulturpsychologischen Problemen Sadhana machen, Yoga, Erleuchtungsmeditation. Und das war's mal wieder. Dreimal jodeln, J im Herzen, ja, unser Totalkitsch. Ganz genau, Jagadescher, mach mit, TV. Rassel.